Weiter ging es mit den Testspielen für den SV Sandhausen. Der heutige Gegner Viborg FF aus Dänemark. Letzte Saison sind sie dort Zehnter geworden. Also nicht ganz so stark wie Kopenhagen oder Brøndby, die ja die letzten Gegner gewesen sind von Sandhausen. Aber sie legten trotzdem gleich mal los. Der Ball in die Mitte auf Frederiksen. Wulle musste da nicht mehr eingreifen. Wulle ja für Knaller neu ins Tor gerückt. Da musste er aber gar nicht erst an den Ball kommen. Schöner Kopfball, aber am Ende dann doch ein paar Meter am Tor vorbei. 10. Minute dann gab es Freistoß für Viborg. Da den Freistoß tritt Kamper, der Mann mit der Nummer 11, Kamper. Kamper, der wird richtig gut an den Pfosten gelenkt nochmal von Wulle. Aber das war schon mal das zweite Ausrufezeichen von Viborg. 33. Minute, lange jetzt nichts passiert. Der Ball auf Kamper. Kamper, der Ball irgendwie in die Mitte auf Leraga. Die Abwehr pennt von Sandhausen, aber Leraga kann das nicht nutzen. Wenn das mal keine hundertprozentige Gelegenheit ist, dann weiß ich auch nicht. Aber jetzt mal Sandhausen, 41 Minuten rum. Der Ball in die Spitze auf Zenga. Zenga wird dann doch noch in letzter Sekunde meines Erachtens nach fair vom Ball getrennt. Also keine Diskussion. Schiri ließ auch weiterlaufen. 46. Minute, Kostic, aber der war auch mehr als ungefährlich. Jetzt die 64. Minute, endlich mal wieder was, ganz schön lange nichts passiert. Tiede, der Mann mit der Nummer 7, der Ball in die Mitte, aber auch das ein Highlight in dieser Partie, ein Rückpass zum Torhüter. Das sagt sehr viel über das Spiel aus. 75. Minute jetzt mal die Viborger, das ist Andersen, der Ball in die Mitte. Deble, den muss er machen, ne, war Rukavina, Entschuldigung, der Mann mit der Nummer 9. Wieder mal hundertprozentige Gelegenheit, also deutliches Chancenplus bei Viborg. Dann kritische Szene im Strafraum von Viborg. Das kann man so sehen oder so sehen. Ich tendiere zu Elfmeter, weil er trifft den Ball zwar, aber nicht richtig aktiv. Er geht eher auf den Spieler, kann den Ball nicht wegspitzeln. Deswegen blieb es dann aber trotzdem beim 0-0. Auch hier ließ der Schiedsrichter weiterlaufen. Es ging ins Elferschießen und hier konnte sich Wulle gleich mal in seinem ersten Spiel richtig beweisen. Aber erstmal Elfer für Sandhausen und gleich mal gehalten. Kostekin nicht ganz so stark geschossen und den hat er dann auch. Aber jetzt mal Wulle. Vielleicht kann er ja alles immer noch auf dem 0-0 stehen lassen und das macht der Riesenreflex. Haut da die rechte Pranke nochmal in die Höhe. Dann Pledel, Pledel, den macht er. Jensen kam dann nicht mehr an den Ball. Nächster Elfer für Viborg, das ist Deble. Der Mann mit der Nummer 28. Und was macht er denn da? Haut den Ball ein Meter übers Tor. Kein starker Elfer. Tiede kann nachlegen. Tiede legt nicht nach. Schade. Nächster Elfer für Viborg. Rukavina schon wieder Wulle. Der Mann ist unbezwingbar. 3 Elfmeter in Folge gehalten. Jetzt muss Vollmann den machen. Dann sieht es richtig gut aus. Vollmann. So muss man einen Elfmeter schießen. Und wenn Wulle den jetzt hat, dann haben sie es. Ist zwar nur ein Testspiel, aber es bringt Selbstvertrauen. Wenn man im Elferschießen gewinnt, ist immer was Gutes. Leraga auf ihm lasse doch schon ein großer Druck, aber damit kann er umgehen. Schiebt locker ein. Zum Anschlusstreffer 2-1 nur noch. Jetzt Vunguidika, er kann alles klar machen. Gegen Fries Jensen. Vunguidika! Der Ball in die Mitte, der Ball, oder besser gesagt, das Tor zum Glück. Sandhausen gewinnt am Ende mit 3-1 nach einer langweiligen, kompletten Spielzeit. Dann doch noch im Elferschießen mit 3-1 Viborg unterliegt.